Lützerath, heute am frühen Morgen. Die Polizei beginnt mit der Räumung des Dorfes. Stern-TV-Reporter Andreas Sause versucht sich vor Ort einen Überblick zu verschaffen. Hier im Hintergrund sieht man jetzt auch noch, dass die Barrikade jetzt eingekesselt wird. Andere Polizisten sind jetzt schon weit ins Camp und in das Dorf eingedrungen. Es entsteht ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Aktivisten und der Polizei. Die Polizei fordert alle Personen, die sich in der Ortslage Lützerath aufhalten, jetzt auf diesen Bereich hier zu verlassen. Immer wieder wird es hektisch. Halten Sie Abstand von den Polizeikräften, bleiben Sie dahinter! Sie sind zu nah dran! Einige Demonstranten werfen Molotow-Cocktails. Die Polizisten räumen Barrikaden. Immer wieder steigt Rauch am Himmel auf. Feuer werden gelegt. Und mittendrin Wettkönig und Klimaaktivist Martin Reiß. Das ist alles sehr unübersichtlich und es ist eine sehr unheimliche Situation. Überall kommen gepanzerte Gestalten ins Dorf. Okay, wie geht's dir gerade? Nervös, sehr nervös. Das erste Mal treffen wir Martin Reiß im vergangenen November, als er bei Stern-TV zu Gast ist. Damals, als frisch gebackener Wettkönig von Wetten, dass, spricht er mit Steffen Halaschka neben seinem Wettsieg auch über Lützerath und den drohenden Abriss des Dorfes. Sie werden auf absehbare Zeit Ihr Zuhause ja verlieren. Ihr neues. Wir arbeiten dran, dass es vielleicht doch nicht so kommt. Das Problem ist, wenn wir die Kohle unter Lützerath abbaggern und verbrennen, dann verbrennt Deutschland auch 5-mal mehr, als es zugesichert hat in internationalen Verträgen, hat das die WMA ausgerechnet, und das wäre halt fatal. Vergangener Sonntag. Noch 3 Tage bis zur finalen Räumung des Geländes. Die Polizei stockt ihr Aufgebot langsam auf. Mehr als 2000 Menschen sind vor Ort. Auch prominente Gesichter des Klimaprotests sind gekommen. Luisa Neubauer, Aktivistin von Fridays for Future, schwört die Protestierenden ein. Irgendwer muss hier eine Schlusslinie ziehen. Jemand muss hier sagen, es muss Schluss sein mit der Zerstörung, wenn wir irgendwann mal weniger Krise haben wollen. Und weil die Regierung ganz offensichtlich nicht die Eier in der Hose hat, das zu machen, dann machen wir das. Dann sind wir hier und dann sind wir hier laut. Martin Reiß weiß nicht, wie es für ihn weitergehen soll. Ich habe keinen richtigen Plan. Also ich war auch noch nie in so einer Räumung und fühle mich unvorbereitet und alles. Währenddessen bereiten sich die Aktivisten weiter auf die Räumung vor. Neben der Errichtung von Barrikaden heben einige Klimaschützer auch Gräben aus, um Räumfahrzeugen den Weg zu versperren. Auch Martin Reiß' Freund Jens Sander ist dabei. Nein, stopp, hier ist die 1,5 Grad Grenze in Lützerath. Das ist die Grenze, die wir ziehen, und die verteidigen wir auch. Als wir gerade mit dem Presseteam der Initiative Lützerath lebt unterwegs sind, entwenden Aktivisten Bauzäune, die die Polizei zuvor aufgestellt hatte. Hier sehen wir gerade Menschen, die jetzt eine neue Barrikade bauen und vor allem auch die Bauzäune, mit denen ab Dienstag Lützerath eingezäunt werden soll, sodass niemand mehr reinkommen soll, wegzunehmen, dass vielleicht weniger Bauzäune da sind, dass das passieren kann, um so quasi die Räumung ein Stück zu verzögern. Die Aktivisten bereiten sich auf einen massiven Polizeieinsatz vor. Gerade heute habe ich gelesen, dass aus 14 Bundesländern auch Polizeikräfte angefragt wurden. Ich glaube, es wird damit zu rechnen, dass hier ein großer Protest sein wird ab nächster Woche. Seid ihr dann auch gewaltbereit? Eine Frage, die unbeantwortet bleibt. Doch die Polizei rechnet fest mit gewalttätigen Auseinandersetzungen. Die Situation vor Ort, wir wissen nicht, ob irgendwelche Fallen aufgebaut worden sind. Bei aller Besonnenheit und Zurückhaltung werde ich es nicht zulassen, dass meine Kolleginnen und Kollegen zur wehrlosen Zielscheibe von roher Gewalt oder körperlichen Angriffen werden. Doch an diesem Tag bleibt es noch friedlich. Vorgestern, der letzte Tag, an dem der Aufenthalt und Protest in Lützerath erlaubt ist. Wir treffen Wettkönig Martin Reiß in seiner provisorischen WG.
Die letzten zwei Nächte sind wir hier untergekommen. Das ist im ehemaligen Haus von Eckhardt. Genau. Wahrscheinlich bleiben wir hier auch noch ein paar Tage. Gibt auch die Möglichkeit, dass wir nochmal umziehen. Auf diesem Bauernhof konnten die Aktivisten seit Wochen wohnen, sich organisieren und sich verpflegen. Kurz nach Mitternacht. Die Aktivisten versammeln sich um ein Lagerfeuer und stimmen sich auf den nächsten Tag ein, obwohl das ab sofort eigentlich rechtswidrig ist. Damit ist es hier quasi jetzt ein nicht legal betretbares Territorium. Und ja, genau, die Leute feiern jetzt hier quasi ein bisschen das Ende der offiziellen Mahnwache. Gestern Morgen. Die Beamten verschärfen ihre Maßnahmen und wollen jetzt die Demonstranten dazu bringen, Lützerath zu verlassen. Überall kommt es zu Rangeleien. Die Aktivisten wiederum wollen mit Menschenketten verhindern, dass die Polizei dem Dorf näher kommt. Mittendrin Martin Reiß. Hier fährt gerade so eine Walze, macht ihr da irgendwie den Boden eben und man spürt ganz krasse Vibrationen im Boden. Das fühlt sich schon gruselig an, hast du ja auch gerade gemerkt. Auf Twitter verbreiten sich Videos, wie Aktivisten weitere Hindernisse errichten. Halte die Schweine weg! Und wie sie auch immer wieder Einsatzkräfte angreifen. Aber auch die Polizei greift hart durch. Unser Reporter ist den ganzen Tag über in Lützerath unterwegs. Polizei und Aktivisten stehen sich jetzt hier Gesicht an Gesicht gegenüber. Die Polizei ist nur noch wenige Meter von der größten Barrikade der Aktivisten entfernt, die dann direkt das Einfalltor in das Ort, in der Ortschaft wäre. Heute Morgen, kurz nach 7 Uhr. Unser Reporter hat in Lützerath übernachtet. Es gab jetzt gerade eben einen sogenannten Medium-Alarm oder einen mittleren Alarm. Das heißt so viel, die Polizei ist da. Es könnte jeden Moment losgehen. Es ist kurz nach 7. Die Aktivisten bereiten sich darauf vor, dass das Camp heute geräumt wird. Die Polizei zieht die Einsatzkräfte zusammen. Jetzt kann es jederzeit losgehen. Auch Martin Reiß ist schon auf den Beinen und verschafft sich einen Überblick. Dann startet die Polizei die Räumung. Die Lage spitzt sich immer weiter zu. Es gibt Auseinandersetzungen. Menschen werden von der Polizei weggetragen. An mehreren Stellen brennt es. Martin Reiß verbringt mit seinen Freunden die letzten Minuten in Lützerath. Die Polizei stellt ihnen ein Ultimatum. Wenn sie gleich nicht freiwillig gehen, würden wir sie mit einfachem Zwang nach draußen begleiten. Sie könnten sich aussuchen, ob sie freiwillig gehen oder die Polizei Zwang anwenden muss. Die Gruppe entscheidet sich, freiwillig zu gehen. Und so enden für Martin Reiß 2 Jahre Protest.